Pinguine gehören ohne jede Frage zu den beliebtesten und bekanntesten Tieren. Aber dennoch hält sich bis heute der Irrglaube, dass die flugunfähigen Frackträger am Nordpol leben würden. In Wahrheit leben alle Pinguinarten auf der Südhalbkugel und können deshalb etwa auch nie einem Eisberg begegnen. Lediglich auf den Galapagos-Inseln, quasi direkt auf dem Äquator, brüten einige Pinguine auch in der nördlichen Hemisphäre. Ansonsten findet man sie auf der Nordhalbkugel wirklich nur in Zoos. In unseren europäischen Zoos findet man allerdings nur 12 der 18 Pinguinarten. Die größte aller noch lebenden Arten, den Kaiserpinguin, findet man etwa nur in amerikanischen und asiatischen Zoos. Kaiserpinguine werden bis zu 1,30 Meter groß und können fast 40 Kilogramm auf die Waage bringen. Das klingt beeindruckend, doch früher waren Pinguine sogar noch größer. Auf Neuseeland fand man beispielsweise das Fossil einer Art, die etwa 1,80 Meter groß war und ca. 100 Kilogramm gewogen haben soll. Im Vergleich wirken da Königspinguine mit 95 cm und 15 kg Körpergewicht fast schon klein. Doch sie sind als zweitgrößte lebende Art mit Abstand die größten Pinguine, die man hier in Europa sehen kann. Wer sie einmal bestaunen möchte, findet sie zum Beispiel im Berliner Zoo, in München, Hamburg, Wuppertal, Wien, Basel oder Zürich. Sie sind nicht so oft vertreten, denn als Südpolbewohner werden sie stets in Kältehäusern gehalten, oft vergesellschaftet mit einer weiteren oder mehreren Pinguinarten. In Wuppertal teilen sie sich ihre Anlage etwa mit Eselspinguinen. Das sind von allen Pinguinen die schnellsten Schwimmer. Eselspinguine kommen auf eine Spitzengeschwindigkeit von 36 km/h. Die kleinste aller Pinguinarten heißt passenderweise Zwergpinguin. Diese putzigen Gesellen werden nur bis zu 40 cm groß und bringen nur einen Kilogramm auf die Waage. Zwergpinguine leben hauptsächlich auf Neuseeland, sind aber auch die einzige Pinguinart, die auf dem australischen Festland brütet. Wenn ihr nicht gerade um die halbe Welt fliegen wollt, könnt ihr sie nur im englischen Weymouth sehen, denn das dortige Sea Life hat die einzige europäische Haltung der Art. Ganz und gar keine Rarität sind hingegen die nach ihrem Entdecker benannten Humboldt-Pinguine. Sie gibt es alleine in Deutschland in 33 Zoos und Tierparks zu sehen. Das macht sie dann wohl auch zu der bekanntesten Pinguinart. Doch wer sie mit dem kalten Südpol verbindet, irrt sich. Humboldt-Pinguine sind Südamerikaner und leben an den Pazifikküsten von Peru und Nordchile. Durch das mildere Klima ihrer Heimat sind sie natürlich einfach wesentlich leichter zu halten, da sie bestens mit unseren hiesigen Bedingungen zurechtkommen. Das gilt auch für die optisch ähnlichen Brillenpinguine, die es immerhin in 13 deutschen Zoos zu sehen gibt. Sie kommen aus dem südlichen Afrika, wo auf nur 7 Inseln 80% des gesamten Bestandes leben. Die größte Kolonie auf Destin Islands kommt auf über 13.000 Brutpaare. Das klingt vielleicht beeindruckend, doch wie quasi alle Pinguinarten gilt ihr Bestand als gefährdet. Von ihrer historischen Population sind heute nur noch 2% übrig. Alleine von 1956 bis heute hat sich der Bestand um 90% reduziert. Für die Brillenpinguine gibt es in Südafrika daher diverse Schutzmaßnahmen, wie etwa das Projekt Burgers Walk, das durch den Aachener Tierpark als einen der Hauptgeldgeber mitfinanziert wird. So stellt der Zoo etwa das Gehalt von 4 Pinguin-Rangern, die eine Kolonie außerhalb des Tafelberg-Nationalparks überwachen und sich um verletzte Tiere kümmern. Sie sperren Strände zum Schutz der Pinguine ab und siedeln Tiere aus unsicheren Gebieten um. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, findet ihr in der Beschreibung eine Bankverbindung. Ansonsten könnt ihr euch beim Besuch des Aachener Tierparks auch diesen süßen Kuschelpinguin nach Hause holen. Denn die Einnahmen wandern zu 100% in das Schutzprojekt. Das Hauptproblem der meisten Pinguine ist jedoch die Überfischung, die halt einfach ihre Lebensgrundlage dezimiert. Wenn es keine Fische mehr gibt, können auch keine Pinguine überleben. Alle Schutzmaßnahmen werden also endgültig nur greifen, wenn die Fischerei zurückgefahren wird. Ansonsten werden wir manche Pinguinarten vielleicht schon sehr bald nur noch in Zoos sehen können. Das war's von mir für heute. Ich weiß, das war jetzt nur ein grober Überblick über das Thema Pinguin. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ich zum Beispiel zu einer spezifischen Art nochmal ein tiefergehendes Video machen soll. Ansonsten lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Klickt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr in Zukunft weitere Videos zu Tieren und Zoos sehen wollt. Und zu guter Letzt vielen Dank an unsere Top-Patreon-Unterstützer Patrick Witwer, Vincent Berg, Yannick Heller und Noah Weiß. Wenn auch ihr Zoo-Erlebnis unterstützen wollt, schaut vorbei auf patreon.com/zooerlebnis und sichert euch Zusatzinhalte und weitere richtig coole Boni. Vielen Dank und bis bald, euer Martin.